bei Pioneer und ich möchte Ihnen heute einmal die wichtigsten Sorten hier in meiner Region vorstellen. Wir sind hier im Nordosten Mecklenburg-Vorpommerns, genauer gesagt auf Rügen, und der Nordosten Mecklenburg-Vorpommerns ist die Region, die ich betreue. Und wir fangen an mit meiner persönlichen Hauptempfehlung für diese Region. Wir gehen hier einmal an unserem Pektsversuch entlang. Das ist ein Praxisversuch, den wir hier gedrillt haben, zusammen mit dem Betrieb. Ja, jetzt stehen wir hier vor der PT264. Meine ganz persönliche Hauptempfehlung hier für diese Region. Denn die PT264 ist eine sehr früh abreifende Sorte. Das heißt, die Strohabreife ist sehr zeitig. Wir können diese Sorte vor Weizen dreschen. Außerdem ist es eine Sorte, die für die Frühsaat geeignet ist. Das heißt, wir können sie um den 15.8. drillen. Sie überwächst sich nicht, weil sie eine etwas verhaltene Jugendentwicklung hat. Entwickelt sich dann aber während der Blüte sehr rasch, sodass wir eben eine sehr zeitige Abreife haben. Wichtig zu dieser Sorte ist auch, dass wir eine sehr gute Standfestigkeit und eine sehr gute Schuhplatzfestigkeit haben. Ja, die PT271 steht inzwischen deutschlandweit in den Nachsortenversuchen. Und zwar 70 Mal in Deutschland. Allein hier in Mecklenburg-Vorpommern steht sie 6 Mal im Landessortenversuch. Die Sorte ist geeignet für normal Spätsaat und hat eben auch eine sehr zeitige Abreife. Nicht so zeitig wie die PT264, aber ich würde sie dahinter einordnen, also kurz dahinter. Wichtig bei dieser Sorte ist auch, dass wir sehr, sehr gute Gesundheitseigenschaften bei dieser Sorte haben, denn wir haben das RLM7-Gen, das heißt, wir haben eine qualitative Resistenz gegen FOMA. Außerdem haben wir eine Toleranz gegen das Wasserrübenvergilbungsvirus. Wichtig zu erwähnen ist auch, dass wir hier bei dieser Sorte sehr gute EU-Versuchsergebnisse haben, und zwar schon über 2 Jahre. Die Sorte stand an 22 Standorten deutschlandweit in den EU-Sortenversuchen. Das heißt, es wurden die deutschen Standorte des EU-Sortenversuchs ausgewertet und wir haben mit der PT271 das beste Ergebnis über 2 Jahre in der Marktleistung erreicht. Ja, das ist die PT284. Die Besonderheit bei der Sorte ist, dass wir hier eine Protektorsorte haben. Das heißt, die Sorte, gekennzeichnet hier mit Protector Kohlhenny, ist Kohlhenny-resistent. Die Sorte wurde im Jahr 2019 hier in Deutschland vom Bundessortenamt neu zugelassen. Und diese Sorte ist resistent gegen 3 Pathotypen, P1, P2, P3. Das sind die Pathotypen der Kohlhenny, die in Deutschland am häufigsten vorkommen. Vom Aussaattermin her normal bis Spätsaat. Also eine Sorte, die wüchsig ist, gut in die Gänge kommt im Herbst. Im Sommer haben wir dann eine zeitige Abreife. Wir können die Sorte gut dreschen. So, und nun stehen wir hier am Sortenübergang zwischen den Normalstrohhybriden und den Pioneer Maximus Halbzweckhybriden. Wie man hier schön sehen kann, haben wir hier einen deutlichen Wuchsunterschied. Maximus ist ein anderer Wuchstyp. Wir haben hier einen etwa 30 cm kürzeren Wuchs. Dadurch sind die Sorten sehr standfest. Wir haben hier 3 Sorten stehen. Durch den kürzeren Wuchs haben wir weniger Stroh. Weniger Stroh reift schneller ab. Dadurch können wir schneller dreschen, sodass wir eben auch vom Idealtyp einer Mähdroschfrucht sprechen können. Diese Sorten sind sehr winterhart. Sie überwachsen sich nicht. Sie haben ein weites Aussaatfenster. Und ganz wichtig, wir haben in den letzten Jahren immer wieder festgestellt, dass unsere Sorten, insbesondere PX128 und PX131, sich als sehr trockenstresstolerant erwiesen haben. Wir gehen jetzt noch einmal weiter zu der PX131. Ja, und die Sorte PX131 wurde auch im letzten Jahr vom Bundessortenamt hier in Deutschland zugelassen und wurde dem Ölgehalt mit der Bestnote 9 eingestuft. Und gerade diese Sorte hat sich eben auch als sehr trockenstresstolerant in den letzten beiden Jahren gezeigt. Und damit möchte ich diesen Feldrundgang beenden und hoffe,
bis bald.